those sleepless nights, sipped on the champagne life. New York City, high dollar tipsy, and I filled an LA sun, cruising up Highway 1. Picture perfect, that red sting was worth it. I've been to some parties, seen my name on marquees, red line in a black Ferrari in the country. But I've never been on top of this world. Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin auch wieder da. Ich bin gerade hier ziemlich alleine hier lassen. Auf dem Platz hier. So, da steht gerade mal noch ein, zwei leere Trucks. Aber sonst ist es schon ziemlich leer. Ich bin ja letztes Montagmittag. Der hatte nichts für mich heute. Ostermontag! Da ist auch hier so, dass noch nicht alle arbeiten. Er hat aber jetzt eine Ladung für mich. Wir hatten keine Ladung oder er hatte keine Ladung für mich. So, dann musste ich heute warten, habe natürlich schön zu Hause gefrühstückt, dann waren wir unterwegs, haben noch ein paar Sachen erledigt, die auch wichtig waren, konnten wir. Und dann war ich gerade wieder zurück und wollte mich so ein bisschen einrichten auf, ach naja, vielleicht ist es doch nicht raus heute. Und dann boing, kam die Nachricht, Chipman, also fahr jetzt mal Chipman oder Lambo oder sowas, Quatsch. Kriegen wir mal den ganzen Mist hinfahren. So, ich hoffe, ihr habt Ostern gut verbracht. Ist ja gerade jetzt erst zu Ende für euch. Also heute Ostermontag ist ja, ich starte ja heute Ostermontag. Und ja, wir sind gestern aus dem Camp zurückgekommen. Und ich sag wieder mal, schön wäre es gewesen, wenn du da geblieben wärst. Aber ist nicht. Oh, da ist ein schöner Westernstar. Der gefällt mir. Ich habe ihn in St. Johnny sehen. Der kurft jetzt hier rum. Der kommt jetzt hier ruf. Kommt der jetzt hier ruf? Kicken, ob wir da fassen können. Nee. Obwohl, könnte immer noch sein. Ist ja bei eher der Vorsicht um hier mit dem Trag. Manchmal ist ja so. Soll ja Leute geben. Da ist ein Westernstar neuer. Gucken, ob der hier rumkommt, Leute. Dann könnt ihr euch den mal angucken. Der sieht, ich finde den gut. Ich habe das schon zu meinem Dispatch gesagt. Der hat erstmal hier die hohe Kabine. Ah, der fährt ein. Der guckt jetzt erstmal 24er. Also sieht ganz gut aus, finde ich. Sieht ganz schick aus. Die suchen jetzt erstmal ihre Nummern. Herzlich willkommen zum neuen Video. Herzliche Willkommen. Hier ist ein Westernstar C Company Driver. Wir suchen gerade die richtige Nummer für einen Van-Driver. So, wie gesagt, ich habe ihm schon die ganze Weile gequatscht. Es ist ziemlich leer hier. Der hat für den ganz ordinäre Schnauze. Die sieht ganz gut aus vom Westernstar. Diesmal ganz gut gemacht, finde ich. Er selber konnte jetzt die Nummer nicht lesen. Wahrscheinlich ist er mit dem Lesen nicht so mächtig. So, Trailer Kanada. Ich mache mal hier nebenbei meine Arbeit. Und ich bin jetzt sogar fertig, ich habe meinen Kaffee, ich fahre jetzt los, meine Lieben, und ich melde mich nachher, wenn ich meine Ladung habe, wenn ich weiß, was ist, wenn Shipman weiß, was los ist, dann können wir noch eine Runde labern, nicht? So machen wir es. Vielleicht mal unterwegs die Kamera an, ein paar schöne Eindrücke machen, ein bisschen Musik und dann sehen wir uns nachher. Also bis dahin. Yeah.
show begin. I'm gonna break through to you. It's a fact, not a point of view. If there's the last thing I'll ever do, I'm gonna break through, break through to you. I'm gonna break through. So kann man doch mal wach werden. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen mit dem Blick und dem Wetter. Kann man doch einfach mal aufwachen. Ich bin aber schon ein bisschen länger wach und bin schon fertig. Ich fahr's los. Ich fahr's los, meine lieben Freunde. Hier hat sich jeder wieder ein bisschen dichter gestellt. Obwohl der heute obwohl eigentlich der Parkplatz total frei war, aber er wollte kuscheln. Er wollte kuscheln. Dann ist es so. Wenn die Jungs kuscheln kommen wollen, dann ist das so. So. Ich habe heute Morgen erstmal noch meine Ladung extra noch mal sichern müssen, weil ich muss jetzt noch über die Waage. Mir hat das nicht gefallen, sozusagen, wie das gesichert war. Aber so ist das manchmal. So, wir fahren jetzt hier oben in der Appalachen-Gegend hier, um gerade so ein bisschen Quebec drinnen, fahren wir abladen, und zwar zu einer Sawmill. Die liegt in the middle of nowhere. Und dann muss ich mal über eine Waage. So, und eine Waage, das heißt, es ist so, wenn du solche, ich weiß nicht, ob ich nachher noch, ich zeige dir nachher noch mal. Ich wollte es gestern schon mal, aber ich habe es noch vergessen, heute Morgen war ich noch am Ackern. Das ist, wenn du immer so einen Block nach einer Seite rüberziehst, weil du nur in der Mitte die Bundles drauf hast, dann öffnest du die nach einer Seite, weil du nach einer Seite ziehst. Also habe ich jetzt wie so eine Bauchschlinge gemacht, um die Bundles drum, zumindest von der einen Seite, da wo die Bretter rauskommen. Und mir ist auch schon runtergefallen, das muss ich sagen, aber nicht vom Truck, sondern nur in der Sicherung selber, also. Alles gut. So. Herrlich. Es liegt noch ein bisschen Schnee hier oben. Es kam auch noch ein bisschen was dazu, nicht allzu viel, am letzten Wochenende, wo wir über Ostern kam noch ein bisschen was dazu hier in der Gegend, weil im Norden war Schnee und im äußeren Osten, Nordosten, wir hatten ein bisschen Schnee im Camp. Aber wir hatten sowieso genug Schnee da. Da war ja ein halber Meter Schnee, war ja da immer noch. Aber das wird jetzt alles in den nächsten 14 Tagen, so wie es aussieht, wegtauen. So, wie heißt das denn? Tata Magouche? Nee, wo fahren wir denn heute überhaupt hin? Irgendwo First Nation hier oben. Auf jeden Fall Notre Dame du Lac. Und das ist irgendwo bei... Warte, Sicke. Ich hab's vorhin noch gewusst. Sorry, aber das ist heute wirklich Allergie, ist nicht Krankheit. Ich weiß, was Allergie ist und was ist, wenn ich was anderes habe. Das ist irgendwie Allergie. Irgendwas bin ich heute ein bisschen reagiert drauf. Bonjour, Quebec.
So, wir haben es nicht weit, wir haben es genau knapp 25 Kilometer bis zum Ziel. Und da werden wir abladen und dann werden wir mal gucken, wo wir laden fahren. Ich habe noch nichts bekommen, vielleicht muss ich noch ruhig heute Morgen und dann morgen früh vorlade. Meine lieben Freunde, ich war jetzt wieder leer. Vorhin war das Akku alle, wie das ja immer so mal ist bei mir. In Action quasi ist es einfach nur so ausgegangen. Naja, jetzt haben wir wieder 100% und wir können locker von der Leber wegreden. Also, wir haben wunderschönste Wetter. Ich habe jetzt meine Ladung gekriegt. Ich muss nach Rivière du Loup. Da kriege ich eine Ladung. Aber ich weiß nicht wo, ich weiß nicht warum und weshalb. Ich muss jetzt erstmal runterfahren und hier vielleicht kurz mal an der Stelle hier könnte man stehen. Ja, ich guck mal hier runter. Ja, hier gucke ich mal runter, weil ich kann hier direkt wieder rauffahren. Ich denke mal, ich habe jetzt hier so einen Job gekriegt gerade, weil es hat gerade gescheppelt in meiner E-Mail. Ja, da kam der Job durch. Da müssen wir jetzt mal gucken, was wir bekommen haben. Confirmation. Ha! Dreimal anlohnen. Lumpensammler. Der Lumpensammler. Das ist aber nicht für ein B-Train, ey. Das sind, crazy Chicks. Das ist die Hund. Also es ist wirklich so, wenn manchmal ist es echt. Ich meine, es ist okay, es ist nur eine Ladestelle. Das ist immer auch noch okay. Ja? Kriegst 20 Paletten jetzt drauf, 10, 10 oder 8, 12, muss man mal sehen. Brauchst nicht Tappen, Corners, that's it. Es ist in Ordnung. Aber. Morgen ist Mittwoch, ja, da werde ich überall abliefern, denke ich mal. Weil, ja, vielleicht kann ich heute noch einen machen, aber das war's dann schon. Ich werde die Kunden alle anrufen. Continue for 67 kilometers. Und fragen, wie lange ich delivern kann. Das wird das Einzige sein, weil ich habe jetzt keine Zeiten gesehen, wann ich abladen kann bei den einzelnen Stellen. Und Deutschland hat ja auch keine Lieferdinger gemacht, Canadian Tire und so was. Naja, nehmen wir mit. Ladepunkt ist einer, ist okay, kann man mit leben. Corner Protection, also denke ich mal, ist in irgendeine. Werden wir sehen. Ich habe mal die langen Corner Protection. Da ist das immer noch die Bronze. Da kannst du natürlich bei sowas, denn wenn du jetzt sagen wir mal da vier Gurte mit jemandem machst, dann machst du da zwei Corner Protection drunter.
Und dann hast du eine super, super gesicherte Ladung. Das macht den Kohlenfett, das ist in Ordnung. Die erste kriegt das meiste, also kriegt er von hinten, vom Hängerchen sozusagen. Und wenn der irgendwann beim zweiten leer ist, dann kann ich mir den vorstellen, dass ich mir den irgendwo auf den hinstelle und dann nur mit dem ersten Trailer irgendwo hinfahre. Aber das müssen wir sehen. Das ist jetzt, das schauen wir mal. Dann machen wir jetzt noch gerne rüber. Wir machen uns dann darüber eine Rübe, wenn wir da sind. Oh, Waage ist offen. Ja, Sakra. Fahr mal ruf, was soll's? Ist er leer. Normalerweise gibt es ja immer bei Quebec eine leere Spur, wo du leer quasi neben der Waage fahren kannst, aber die ist hier immer zugemacht, weil die mal jeden sehen wollen. So, hier lässt man schön frei. Und dann fährt man halt langsam vorwärts. Hier werden die Stopplichter gecheckt. Bei mir nicht. So schnell mal schnell raus hier, bevor der Pfeil umspringt. Rumpel, 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 weg ist der Kumpel. So, warte mal hier. Was ist denn das hier schon wieder für eine Routenbeschreibung? Ah. Turn right, okay. Turn right on the route to Miswaha. Aber hier war ich noch nicht. Continue on route to Miswaha for 1 kilometer. Muss ja schon irgendwo sein hier. Ha. Hier ist auf jeden Fall was Industrie halt hier. Da war ich hier doch schon mal. Aber wie gesagt, wenn, dann ist das schon so lange her. Das ist dann 3 Jahre her. Da kann man sich schon mal getrost nicht erinnern. Und wenn du bloß eh mal laden warst, dann ist das sowieso alles Murks. Aber ich meine zu wissen, es könnte sein. In 600 meters, turn right onto Avenue Premier Est. Ja, da stehen viele, viele Drive-Ins. Das ist hier ein Riesen. Ich meine, nee.
turn right onto Avenue Premier Est. Das ist hier die ganze Firma, ne, hier weiß ich noch nicht. Campus Premier Tisch. Was, wie ist ich? In 300 meters, turn left onto Rue des Halles. Hm. Steht aber nicht, wo du hin musst, sollst, kannst, darfst. Wahrscheinlich muss ich hier rinnen und mich anmelden oder was weiß ich. Follow the indications. Press the button. Okay. Hello, Sunbury. I have a pickup. Okay, it's your first time come from Ette? Yeah, it's the first time. Okay, I will open the gate. Yeah. Drive your truck in your front. Yeah. Go to waiting area for your truck on your right. Yeah, okay, I see. Yeah, I see. After that, you will park on the right side and then you can go to door A02 on the left side of the building and you will join Julie. Oh, okay, right. Okay. Have a nice day. Thank you. Das war ja eine nette Stimme. Ui. I will met Julie. Ey, 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 du musst warten, bis ich durch bin. Und dann erst die Schranke machen. Julie. Okay. So, visit us 802. The left side of the building. Ooh. So, Julie, ich fahr jetzt mal hier hin und mach mal das, was du gesagt hast. Ich war hier doch schon mal. Mensch, war ich denn hier schon? Jetzt hört auf. Wahrscheinlich war ich hier doch schon mal. Left side of the building. Turn right onto Rue des Halles, then your destination will be on the left. Head southwest on Avenue Premier S toward Rue Kronos. In 100 meters, turn right onto Rue des Technologies. Nee, es ist jetzt Schluss hier. So, jetzt machen wir hier mal Arrival. Schluck Kaffee. Das ist eh off-duty. Und wir wollen mal kicken, was de Julie sagt. De Julie. Ist ja ein französischer Name, würde ich mal so sagen, ne? Also Stimme hat die gehabt, alter Falter. So, brauchst du eine Rezeption, dann kommen die Kunden. Gut, also, hier noch blöde quatscht. Ich sah euch. Das ist wieder die Röhle heute. Aber gut, ich bin jetzt fertig. Meine Blumenerde geladen. Hinten ist wieder ein Funny Trailer. Hinten ist fast die andere Stufe. Aber es ist okay. Jo. Überall ein Kreuzchen gemacht. Ich weiß nicht, ob der hier vorne hält, aber ich denke mal. Jo, hier hinten noch ein bisschen Fun. Ansonsten haben wir jetzt alles soweit fertig. Ja, das ist immer. Das letzte Mal hatte ich hier mit meiner alten Firma. Aber wie schon gesagt, das war hier 3 Jahre her. Ich war hier. Und jo, im Prinzip alles gesichert. Ich denke mal, es wird halten. Hoffe ich. Die Lumpe. Das ist eigentlich was für ein Driven. Das ist nichts für ein Flatbed wirklich. Aber
Du siehst hier nicht wirklich viele Flatbeds. Das ist wirklich, wenn wahrscheinlich, wenn nichts los ist, dass du so einen Gurkengack mal fährst. Aber normalerweise, wie gesagt, nichts für Flatbed. Aber was soll's. So. Gut, Kinnings. Ich mache jetzt fertig, ziehe mich um und dann reiten wir los. Gucken wir mal, wie Julie sagt, ob sie mir die Papiere gibt. Er ist eingesperrt, hört er. So, gut. Also, raus hier wieder aus den Löchlein. Jetzt haben wir den Quatsch wieder gegurtet. Papier haben wir hoch, jetzt fangen wir erstmal duschen. Ne? Ich habe mir Mühe gegeben beim Gurten. Jetzt habt ihr wieder nichts gehört, wa? Aber jetzt hört er wieder besser. Ja, nee, ich habe mir Mühe gegeben beim Gurten. Ich hoffe, dass alles gut hält. Es ist einfach keine Ladung für Flatbed. Es geht, aber es ist halt Aufwand. Aufwand ist schon erheblich. Und da haben wir den ersten, der schon wieder flattert. Naja, das ist genau das, was ich nicht will, aber was willst du machen? Es ist halt nicht. Ah, das wird nochmal ein 8-Ziehreihe-Codes werden, das könnte aussehen. Frederik wird wahrscheinlich 2-3 Mal anhalten müssen, dann bin ich gut zufrieden, dann gegen Scheiß wieder loswerde morgen, das könnt ihr glauben. Ja, wenn ich sehe schon wieder, dass da so ein Gurt rumflattert, dann fällt mir nichts zu ein. Ja, das kann auch nur optische Täuschung gewesen sein. Ich habe das eigentlich alles gut verbaut. Vorhin habe ich von Clark den losfahren sehen, da habe ich schon gesehen, der verliert ihn gut. Quebec, New Brunswick müssen wir. Doi. Wir wollen jetzt Richtung Süden, so sieht's aus. Also jetzt um mal kurz ruf hier auf dem Highway und da hinten fahre ich gleich wieder runter, gerade gesehen. Dann kommt mein Abfahrt 85. Und dann machen wir kurz mal Sprint unter der Schau. Eben vielleicht nochmal einen kleinen, kurzen. Kurzen Push. Blöd ist, ich sehe die immer von hinten, vom Trailer jetzt nicht. Ja, rausgerichtet hat natürlich auch das ist eine 3-Achsel-Load. Aber die haben sie wahrscheinlich wieder in die Ecke gehabt, den 3-Achsel, also schicken sie B-Train, der gerade hier oben ist. Und dann war ich nochmal. Ja, morgen sind wir Fredericken und ich denke mal, wir kriegen nur eine vernünftige Ladung hin die Woche. Mal gucken, welche. So, morgen werden wir erstmal dreimal Canadian Tire anfahren und anliefern und dann, ja, dann gucken wir mal. Das ist der Tag ziemlich vorbei. Ich denke mal, dann schickt er mir nach. Entweder lade ich in Fredericken. Oder ich fahre noch runter nach St. John und lade vor und fahre noch los. Ich habe keine Ahnung.
90, so 85 fahren wir wieder runter. Machen wir kurz mal einen Test hier über die Holperstrecke. Dan Ross heizt wieder vorbei. So, meine Lieben, ich fahre jetzt wieder duschen und dann sehen wir uns nachher nochmal wieder auf dem Weg oder nach dem Duschen. Ich glaube nicht beim Duschen. Also, bis später.